Und damit willkommen zurück zu einer völlig zerbrochenen Folge hier in The Seven Guest. Schön, dass ihr da draußen wieder mit dabei seid und wie immer auch ein großes Dankeschön an alle, die mich und meine kleine Rätselraten-Folge mit einer kleinen Bewertung oder einem Kommentar unterstützt haben. Freunde, in der letzten Folge bin ich hier ein bisschen lost stehen geblieben, gebe ich zu, aber die Rätsel sind auch einfach echt knackig, sage ich euch, wie es ist. Und zwar, die Scherben, die wir uns noch gefehlt haben, waren da hinten versteckt unter den Tüchern. Ja, habe ich jetzt gefunden, aber leider die Aufnahme noch nicht gestartet, deswegen sage ich es euch. Jetzt können wir hier anleuchten, den Spiegel reparieren. Don't think you'll be so lucky next time. It's complete again. Oh dear. Is that me? Alter. Lady. These wrinkles. So many mistakes. Guck mal, unsere Hände sind auch im Spiegel zu sehen. Geil. If only I could start over. Nein, du kannst nicht nochmal neu beginnen. Dein Leben ist vorbei. Aber ich bleib dabei. Sie sehen richtig cool aus, die Geister. Und da zieht sie von dannen. Oh, wer ist das denn? Wer war das? Fräulein, wer war das? Trophy droppt rein, ich sehe nicht wo. Da. Ich war auch mal jung. Ja, jung waren wir alle mal, früher oder später. Alter, aber habt ihr das gesehen? Nicht nur, dass unsere Hände im Spiel... Ey, das ist cool. Haha, geil. Wer ist der Coolste? Ich. Cool. Also, ihr habt es gesehen, da war irgend gerade ein junges Mädel im Spiegel... Aber hey, wir haben es geschafft. Zimmerrätsel gelöst. Endlich. Wie gesagt, letzte Folge war ein bisschen knackig. Deswegen machen wir jetzt auch direkt weiter. Und zwar hier im Eckzimmer. Zimmer von Temple. Badezimmer. Ab in die Dusche, Freunde. Okay. All those mistakes. All I need is one more chance. Oh. Sie fleht nach einer letzten Chance. Die wird sie wahrscheinlich nicht gekriegt haben. Okay, Freunde, auf geht's. Seid ihr ready? Auf. Okay, doch kein Badezimmer. Hab ich mich vertan? Steht doch Zimmer. Badezimmer steht doch hier. Zimmer von Tempel. Okay, auf jeden Fall sind wir in Tempels Zimmer angekommen. Das müsste doch dieser Magier-Dude sein, ne, oder? You seem to know all about me, Mr. Stauff. But care to tell me about you and your magic. Magic. Alles klar, wir haben es hier mit einem Zaubererkünstler zu tun. The amazing Strerinky Head. Whenever you need a little hand. Alles klar, okay, cool. Aber ich habe so die ganz böse Befürchtung, dass das Zimmer noch schwieriger als alle anderen wird, die wir bisher hatten. Komm, ziehen wir uns erstmal die Spieluhr rein. I vividly remember seeing you perform amazing telepathic feats at many venues when I was younger. And so it warms my heart to see you on my own humble stage tonight. But this is no ordinary night, as I have prepared a special mystery for you to solve. And in return, I can offer you whatever you can imagine. You, as a man of magical abilities, should feel right at home in this mansion, alive with clues. But be warned. All the other guests are working on the same conundrum. And before this night is over, you must figure out what is to be done. Taking a shot is all part of the game. Manch, ein spontaner Schuss aus der Hüfte. I remain your loyal fan. Alles klar. Henry Stauff. Hier haben wir wieder ein Bild von dem Gast, dem dieses Zimmer gehörte. Alles klar, okay, Freunde. Dann gucken wir mal, was wir hier so anstellen können. Erstmal hier wieder die Bilder so ein bisschen abchecken und die Umgebung durchleuchten. Ach, guck mal hier, hier leuchtet auch schon was. Das sind 4 Krüge oder so. Self-Decaption. Er hat sich selbst den Kopf abgenommen. Magic from the East. Wisst ihr Bescheid? Ah, guck mal, was haben wir denn hier? Da ist auf jeden Fall eine Münze. Guck mal, hier gibt es keinen Knauf. Wir können das Ding nicht öffnen. Ach so, wahrscheinlich müssen wir irgendwas machen, damit die runterfällt. Ach guck mal, da können wir sogar...
Da rein. Warte mal, komme ich da so ran? Nee, komme ich nicht ran. Okay, nehmen wir erstmal das Offensichtlichste in Angriff, den Hut. Alles klar, wahrscheinlich. Gucken wir mal rein, was wir rausziehen können. Oder auch nicht. Wir können aufsetzen. Verlässt den Spielbereich. Okay, vielleicht müssen wir irgendwas reintun. But when the Great Depression struck, the young puppeteer fell on hard times. The towns that used to welcome him now left him out in the cold. Alles klar, also er hatte irgendwann dann. Das sieht so crazy aus, Leute. Wenn sich die Karte jedes Mal auflöst. Er hatte, also Henry Stauf hatte wohl irgendwann kein Glück mehr mit seiner Puppenshow leider. Und das ist einfach zu krass. Wir müssen bestimmt irgendwas in den Hut reinschmeißen. Oder auch nicht. Oder doch? Warte mal. Wir gucken uns alles in Ruhe an. Was ist das? Live at the Dusty Trail Inn. The Fat Man. Don't miss this one. Hamilton Temple. Today's Admission. $20. Was ist das? Grand Jew. Ist das ein Kartenspiel? Nein. Oh, guck mal hier. Auch er hat einen Kamm am Start. So ein bisschen Haare kämmen. Nee, lass mal. Okay. Ey. AJDC. 1916. Merkwürdiges Bild. Okay, alles klar. Hier haben wir auf jeden Fall ein abgespacedes Schwanenbild. Den Koffer. Warte mal. Ah, okay. Okay, alles klar. Wir müssen irgendwie das Ding beschweren. Nee, müssen wir nicht. Wir müssen an den Schlüssel ran. Sobald wir drauf treten. Okay, sobald wir da drauf treten, wird die Falltür aktiviert und es schnappt zu. Oh Gott, was ist das hier? Für alles abgespaced alte Kisten sind geil. Ah, okay, hier das gleiche. Warte mal, was passiert denn, wenn wir hier... Das kann doch kein Zufall sein, warte mal. Beschweren wir den mal? Ne, das klappt auch nicht. Ah, there's a pressure-sensitive plate on the floor. Ach was, das habe ich auch herausgefunden. Druckempfindliche Platten. Ich bin noch im Spielbereich, warte mal, ich sehe nichts mehr. Oh Gott, ich sehe nichts mehr, Freunde. So, jetzt sind wir wieder drin, oder? Jetzt sind wir drin. Moment, ein bisschen zurechtdrücken. Oh Gott. Ich habe gerade ein Kabelproblem. Sorry, Leute, Moment. So, jetzt sitzen wir wieder gerade. Ich wollte gerade sagen. Okay, 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 warte mal. Was denn hiermit? Okay. Wir haben eine Münze. Können wir die Münze da reinschmeißen? Nein, nein, oh Gott. Scheiße. Verdammte Hacke. Oh Gott, komme ich jetzt noch da dran? Ja, es liegt wieder da, okay. Ach, so ein Münzspiel wahrscheinlich, ne? Moment, das will ich mal austesten. Scheiße. Okay, die beiden Münzen, irgendwie blinken die. Irgendwie blinken die. So, da reinlegen. Macht das Sinn? Ist auf jeden Fall das richtige Symbol, ne? Ja. Ist beides mal der Vogel drauf. Oh Gott, Freunde. Also die Schlüssel, einer von den Schlüsseln wird wahrscheinlich hier reinpassen. I wonder what's inside here. Staff's lovely assistant, perhaps? Das wäre auf jeden Fall eine positive Überraschung, wenn jetzt hier eine Artistin oder eine Assistentin rausspringt. Warte mal.
Aha! Ich wollte gerade sagen, okay, alles klar. Den einen, dann müssen wir irgendwie an die zweite Münze drankommen. Nur wie? So komme ich ja nicht dran. Komm mal her. So vielleicht? Bisschen gegenhämmern? Ne, das scheint nicht zu funktionieren. Ach Gott. Können wir so... Ne, geht auch nicht. Wie kriegen wir die Münze gelöst? Und da liegt auch noch eine. Da dran? Nee, macht auch keinen Sinn. Was passiert denn, wenn wir hier... Nee, das klappt nicht. Aber guck mal, wenn wir den Hut in die Hand nehmen, dann fängt er da hinten an zu glänzen. Oh, crazy, alter Schwede. Crazy. Okay, hinter dem Spiegel ist nichts. Können wir die Schubladen öffnen? Nee, können wir auch nicht. Warte mal. Nee, das funktioniert auch nicht. But when the Great Depression struck, the young puppeteer fell on hard times. Boah, Leute, ich kann mich da nicht dran satt sehen, ne? Oh, das gibt's nicht. Ich will jetzt verdammt nochmal wissen, aber ohne hier immer ständig die Tipps nutzen zu müssen. Das kann doch nicht wahr sein. Warte mal. Boah, guck mal, wie viele das hier sind. Kniffliger Koffer. Allsehende Truhe. Die Vitrine. Zauberkiste. Nachttische. Und der Zauberhut. Komm, wir gönnen uns einmal die Vitrine. Einmal machen wir Vitrine. Fehlt dir mal der Überblick, verwende einen kleinen Trick. Benutze den Schrumpfhut, um den Gegenstand im Schrank zu greifen. Ja. Aber das habe ich doch probiert. Original, das habe ich doch hier probiert. Nee. Oh, krass, guck mal, da kommt unsere Hand durch da hinten. Ha! Geil! Okay, warte mal, warte mal. Warte mal. Ey, krass, okay, das wäre jetzt richtig cool. Warte, komm mal her. Leute, ich greife hier rein, meine Hand kommt da raus. Oh, geil! Okay, wow, das ist krass. Scheiße, ich krieg's nicht gegriffen. Okay, warte mal, das müssen wir anders machen. Gib mir den Hut mal in die andere Hand. Cool. So, da rein. So, und jetzt hab ich's. Another hat locked inside a box. I get it, Stuff. You want me to play escape artist? Okay, krass. Wir müssen irgendwie... Oh, wie geil ist das bitte? Guck mal hier. Da rein und da hinten kommt unsere Hand. Woohoo. Richtig nice. Ach so, war's das schon? Alles klar, jetzt... Kommen wir hier dran. Und jetzt können wir den Hut rausnehmen. Okay, okay, okay. Cool, warte mal, dann... Würde das so Sinn ergeben? Ich glaube eher nicht, ne? Nee. Macht er nicht. Ach, komm schon! Wie kommen wir an die Münze ran? Okay, warte mal, was passiert denn, wenn wir hier... Das... Nee, so rum geht's nicht. Okay, okay, okay. So rum geht's nicht. Vielleicht so? Ach, guck mal, wir können den Hut sogar so platzieren. Alles klar. Oh, wie nice! Ach, komm schon. Irgendwie muss das doch klappen. Nein, nicht die Lampe. Tu die Lampe weg. Er hat den Hut so schön da oben platziert. Das kann kein Zufall sein, weil, guck mal, er setzt ihn von allein da so hin. Ich gehe nur in die Richtung, zack, und er setzt den Hut dahin. Das muss stimmen. Aber ich krieg den Arm nicht durch. Ihr seht das doch, er will nicht. Oh, Mist. Das muss aber richtig sein.
Wo würde das denn noch Sinn machen? Können wir den irgendwo noch woanders benutzen? Ah ja, warte mal, hier können wir ihn benutzen, klar. So, warte mal. Ha! Oh nein, ey, das ist ein richtig cooles Rätsel, Leute, ehrlich. Guckt euch das an. Geil. Nice, okay. Geil, beste Rätsel bisher. Erster am Schlüssel, erster am Easter Egg. Oder auch nicht. Okay, warte mal. Gibt's hier vielleicht ein Schloss? Nee, gibt's nicht. Okay, wir legen ihn erstmal hier ab. Den ersten haben wir. Geil, cool. So, jetzt nehmen wir den Hut. Und tun den hier hin. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Oh, nice! Und warte mal. So, pass auf. Zack, da hat er den Schlüssel und ergreift er ihn. Ey, das ist so cool, Leute, ehrlich. Richtig gut gemacht. Ah, jetzt liegt der Schlüssel wieder da hinten. Okay, ist ja egal. Da können wir ihn auf jeden Fall greifen. So, pass mal auf. Du kommst da rein. Und du kommst hier rein. Zack, da geht die Truhe auf. Okay, warte mal, was ist mal hier? Kurz mal neu kalibrieren. So. Was ist das? Das ist ein Hasenkopf. Und das ist ein Hasenkopf. Achso, der. Warte mal, okay, wir müssen wahrscheinlich. So, wie das Symbol da unten. Wisst ihr, was ich meine? Könnte das stimmen? Weil der Hut zeigt auch, dass die Hasenohren nur rausgucken. Ist doch original wie der Hut da unten, oder? Also ich würde sagen, das müsste eigentlich so passen. Ja, genau, das Symbol. Hasenkopf. Okay, keine Ahnung, warum auch immer, aber es hat geklappt. Okay, warte mal, dann. Rechts der Kopf raus. Ach, guck mal, auch witzig, man sieht da so die Füße von der Lady. Wie wir sie zersägt haben. Na? Warte mal, wie zeigt das Symbol dies an? Dass sie gerade so rausguckt. Warte, zeig nochmal. Die Nase muss noch draußen sein. So. Und die Füße? Was sagen die Füße? Auch gerade so. Nee, so kann nicht stimmen. Die Füße gerade. Warte mal, da ganz rechts? So. Das wäre doch eigentlich auch viel zu einfach, oder? Das ist original so, wie es sein soll. Und das im Prinzip auch. Komm schon, geh auf. Ach, warte mal, hier oben ist auch noch eins. Okay, der zeigt aber nach ganz oben, oder? Oh, ich bin schon wieder hier an meiner Einrichtung am Demolieren. Ich muss aufpassen. Verdammte Hacke. Okay. Komm schon. Geh auf. Die Füße haben wir doch so. Das muss doch stimmen. Warte mal, da sieht man auch so ein bisschen verwischt.
So. So. Nee. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Da so. In dem Bereich dachte ich vielleicht. Müssen wir da hin? Aber er will nicht. Hm, okay, Freunde. Die Folge geht schon leider wieder viel zu lange. Ich würde sagen, wir machen hier einen perfekten Cut. Wer wissen will, was in dieser Truhe versteckt ist, der darf die nächste Folge auf keinen Fall verpassen. Wie immer an der Stelle, Bewertung nicht vergessen, denn gönnt ihr mir, gönne ich euch. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten gruseligen, rätselreichen Video. Bis dahin und tschüss.